lachen. Oh, jetzt hat er sich da einen abgeholt. Schön langsam. Was ist los? Hab ich eine Idee? Ich mach mal den. Warum geht er jetzt dahin? Hey, du dummes Kind. Jetzt geht er da rein? Lol. Schön langsam. Was nun? Oh, der läuft. Den müsste ich jetzt eigentlich irgendwo zwischendurch abfangen. Das wäre eigentlich ziemlich praktisch. So, wo ist der? Ah, da oben ist er gerade drin. Ich habe 4 Schuss davon, okay. Die Frage ist, welche davon interessant sind, hier zu nutzen. Die 4 da oben hätte ich jetzt gedacht, mache ich einfach mit einem. Na, mit Gas. Jetzt komme ich. Zeit für einen Tequila. Alter, feige Banditos. Dame paso. Was? Warum kann er durch die Ecke durchgucken? Andale. Angekommen. Holz der Geier. Okay, das war ziemlich cool. Ich habe gerade mal dieses Seitwärtsrollen ausprobiert. Dieses, wenn da das grüne X noch ist, dann kann man ja so zur Seite rollen und den killen. Das hat ganz gut funktioniert. Wo ist der Knilch? Ach, der geht wieder zurück. Ah, nix passiert. So, ich würde mal behaupten, dass ich hier diesen im schwarzen Anzug da, den da, ja genau, den da, dass ich den brauche und den. Kann ich da hinschießen von hier aus? Nein, nein. Die erwische ich nicht. Ich kann natürlich mich einfach da hinstellen, ne? Dann müsste ich die ja treffen. Ah, und das Spiel hat sich aufgehängt. Ja, ein Augenblick, bis gleich. So, da sind wir wieder. Was wäre auch so eine schöne Aufnahmesession ohne einen gepflegten Absturz? Kann man doch mal mitnehmen. Oh, was? Okay, direkt mal neu laden. Ich möchte hier keine Schüsse vergeuden.
Oh, der sieht jetzt was. Mal gucken, was der sieht. Der interessiert genau einen, der jetzt dahin läuft und wieder wegläuft. Genau. So, wenn der fertig ist mit gucken, laufe ich hier wieder durch. Wo sind die Aasgeier? Ich weiß nicht. Hä? Ach, das ist der Killer. Oh. Ich habe gar kein Gas mehr. Ist das Gas? Das ist Gas. Ah. Okay, dann machen wir das anders. Dann rennen wir mit dem einmal bis ganz nach oben. Wir haben noch diesen einen Sniper-Schuss. Laufen hier rein, snipern den weg, holen uns das Gas und können die dann ausschalten. Der ist weg. Gar kein Problem. Das Gas will ich. Siehst du doch. Drei Gas. Na, das ist natürlich nice. Einmal speichern. So, und dann möchte ich jetzt hier unten hin die vier Leute betäuben. Oder von dem gesehen werden und Panik schieben. Gucken, ob der jetzt irgendwo hinrennt. Der nimmt das Pferd. Okay, interessant. Schön mit dem Pferd in den Innenhof. Warum nicht gleich mit dem Pferd oben hier? Hier rein, hier, schön. Schön ein Bier bestellen als Pferd. Muss ich machen. So, wo rennt er denn jetzt hin? Junge, beruhig dich. Er beruhigt sich nicht. Jetzt kommt wieder der eine Penner an, da kommt noch ein Penner an. Machen die was oder ignorieren die das? Da, böse Menschen. Okay, die haben die jetzt gesehen. Ich möchte auch einfach nur das Gas da hochwerfen. Gut, die beiden haben sich wieder beruhigt. Der schiebt noch Panik. Das ist der vom Fenster hier, ne? Ja. Beruhig dich doch wieder, Junge. Nicht gedacht, dass der mich überhaupt sieht da unten. So, jetzt hat er sich wieder beruhigt. Das ist doch nett, danke. Dann können wir das ja jetzt endlich machen, was ich machen wollte. So, dann warte ich, bis der gleich wieder da rechts ist. Dann das Gas dahin und dann war's das.
So, jetzt fehlen nur noch die beiden davor. Das hat gut funktioniert. Da gab es irgendeinen Trick. Wenn ich den jetzt noch wüsste, der Trick ist speichern. Ich werde mir den Klassiker probieren, den einen K.O. schlagen, den anderen mit dem Messer abwerfen. Mal gucken, ob das tut. Ich glaube, die mussten weg. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Okay, das hat nicht funktioniert. Wie musste man das denn machen? Oder kann ich die nacheinander abwerfen? Ich meine nicht, dass das ging. Oh, okay, geht doch. Der dreht sich nochmal um, weil der so schreit. So, die werden sich jetzt auch einmal schnell hier verabschieden. Nicht, dass die nachher noch aus Versehen aufwachen. So, dann lege ich mich einmal hin. So, für Notfall und speichern. So. Die Tür ist natürlich abgeschlossen, also brauche ich den Doc. Und dann werde ich Sanchez und Sam da auch schon mal hochschicken. So, den habe ich. Das ging mir beinahe ein bisschen zu schnell, da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Oh shit. Ja gut, das war jetzt nicht so gedacht. Also mit dem liege ich da. Okay, okay, okay. Wo ist er? Da. Dann mit dem da hin. Mit Sam einmal hier hinsprinten. Auch da hoch eben. Die beiden wollte ich gar nicht anlocken. Die hören das anscheinend, wenn die Tür auf ist, dass da jemand die Treppe hochgeht. Warum sie das so nicht hören, wegen mit den Fenstern und alles, keine Ahnung. Meine Idee ist jetzt, ich mache das mit. Ups, nein, halt, stopp. Ich mache das mit dem Doc auf. Dann kommt der erste, den werde ich abwerfen. Und dann gehe ich mit einem die Treppe hoch und runter. Dann kommen die zweiten und dann setze ich Sanchez hier vor die Tür. So, den hätte ich. An der Stelle werde ich das einmal speichern, denn aktuell ist ja keiner da. Und dann werde ich mit, am besten direkt mit mit dem Mexikaner, die Treppe hoch und runter laufen. Thank you.
So. Ich dachte eigentlich, die kommen gemeinsam, aber einzeln ist natürlich auch nett. Die kriege ich ja locker weg. Das ist gar kein Problem. So, jetzt fehlt nur noch der da. Der war auch irgendwie ein bisschen knifflig, weil der da ja irgendwie, ich glaube, der hört. Mal gucken, was hat denn der für einen Sichtradius? Sieht man nicht, schön. Der sieht den? Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Den will ich jetzt einmal so bleiben, dann beruhigt er sich, dann kriege ich da hin und werde den abwerfen. Die macht jetzt aber keinen Stress, oder? Nee, die rennt einfach nur weg. Okay, dann wäre ich jetzt mit allen da oben. Kinderspiel. Haben wir den Safe knacken, bitte? Okay, das hätten wir. Die nächste Kampagne wird genau hier stattfinden, nur im Dunkeln. Das wird sehr spaßig. Das werde ich euch aber nicht mehr jetzt zeigen, sondern in der nächsten Aufnahmesession. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen soweit. Ich hoffe, jetzt kriege ich es wieder zeitlich, ein paar mehr Videos zu machen. Wäre ganz geil. Ich freue mich da mega drauf. Das macht auch immer ziemlich viel Spaß. Aktuell gucken es zwar noch nicht so viele, aber ich hoffe, das kommt noch irgendwann, weil dieses Spiel halt einfach wirklich, also mir macht es mega Spaß. Irgendjemand muss das ja auch gut finden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder lasst ein Abo da. Ich nehme beides. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.